Das heutige Video wird euch gesponsert von Eneba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute das Thema Quickscoping dabei. Ich habe das vor ein paar Tagen bei Exclusive Ace auf meinem Kanal gesehen. Video ist natürlich unten auch verlinkt. Das ist ein amerikanischer YouTuber. Das heißt, wer von euch Englisch sprechen kann, kann auch der gerne da öfter mal vorbeischauen. Der hat sehr, sehr coolen Content. Lasst mich da auch gerne mal inspirieren. Und ich habe im Prinzip seit Anfang von Black Ops 4, seitdem klar war, dass die Time to Kill, das heißt die Zeit, wie lange man braucht, um einen Gegner zu töten, die höchste ist, die wir jemals in einem COD so hatten, habe ich das so ein bisschen, ich sag mal, wirklich vor mir hingeschoben, das Thema, weil ich das irgendwie noch nicht ansprechen wollte, weil ich mir schon wieder irgendwie Feinde damit mache. Aber ich werde es halt trotzdem ansprechen. Und zwar geht es um Quickscoping und nicht nur Quickscoping, sondern auch im Prinzip normales Scoping. Und warum es meiner Meinung nach zu stark ist im Black Ops 4. Ich werde euch ein paar Statistiken zeigen. Ich werde euch zeigen, wie die normale Time to Kill von Sturmgewehren im Vergleich zu Sniping ist. Warum es zu einfach ist, wenn man Quickscopen kann. Und wir werden darauf auf einiges eingehen. Und es gibt im Prinzip zwei Seiten der Medaille. Es gibt einmal die Leute, die natürlich pro Quickscoping sind. Die haben ihre Argumente, die werde ich vortragen. Und es gibt die Leute, die dagegen sind. Da werde ich auch die Argumente vortragen. Also die sagen, Quickscoping ist im Prinzip viel zu stark, die sagen immer Folgendes. A, das erste Argument, die Time to Kill im Black Ops 4, und bevor wir da jetzt weiterführen, das ist nicht alles 100% meine Meinung, sondern es sind die Meinungen, die Leute insgesamt vertreten, und ich versuche das so neutral wie möglich zu sehen und werde euch am Ende dann meine Meinung zu dem Ganzen sagen und einen Verbesserungsvorschlag, wie man die Problematik ein für alle Mal in diesem Spiel lösen könnte. Also, die Gegner von Quickscoping sagen im Prinzip, es ist unfair für mich mit einer normalen Waffe, denn wenn jemand einmal gelernt hat zu Quickscopen, dann kann er das im Prinzip mehr oder weniger auch in jedem COD nach einer kurzen Eingewöhnungszeit. Ich möchte ein Gunfight irgendwie gewinnen können, und wenn man sich die Time to Kill anguckt, also bei einer Sniper ist es ja nun mal, wenn man richtig trifft, egal ob jetzt Doppelgroßkaliber als Aufsatz oder nicht, da ist es im Prinzip ein Hit in den Kopf oder in den Oberkörper, ist normalerweise ein One-Hit. Das heißt, man braucht nur einen Schuss, was wiederum bedeutet, die Time to Kill von einer Sniper basiert im Prinzip auf der Zeit, die man braucht, um reinzuscopen. Und bei der Koschka zum Beispiel mit doppelschnell ziehen ist das 125 Millisekunden ungefähr. Sobald der Schuss dann rein losgeht, sind es also eine Time to Kill von 125 Millisekunden. Bei den Sturmgewehren zum Beispiel hat man ungefähr eine ADS-Zeit, also wie schnell man im Scope drin ist, von ca. 250 Millisekunden, was schon doppelt so groß ist. Und da muss man aber noch gucken, wie schnell Ready Up ist, also wie schnell man aus dem Sprint sozusagen schießen kann, was auch nochmal ca. 200 Millisekunden ist. Ihr seht, wir sind schon bei über 450. Und dazu kommt, dass man ja aber auch noch die Zeit braucht, bis die 3 oder 4 oder 5 Kugeln, je nachdem welche Range das ist, den Gegner treffen. Bei den SMGs ist das auf Entfernung noch schlimmer, da hat man im Prinzip keine Chance, weil bei den SMGs ist es, glaube ich, eine Time to Kill, die man teilweise bei 9 Schüssen erreicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit der Spitfire auf einen Sniper schießt aus der Entfernung, der Sniper kann im Prinzip auch noch 3 oder 4 oder 5 Schüsse verhauen und trotzdem, wenn er sein Ziel einmal trifft, gewinnt er das Ganze. Das ist eins der Argumente von den Leuten, dass sie sagen, okay, die Time to Kill mit den Snipern ist einfach zu starr, ist einfach viel zu schnell. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die sagen, Quickscopen muss gelernt sein. Man muss ein bisschen auch den Reward bekommen. Also man sagt da, High Risk, High Reward. Man geht großes, volles Risiko sozusagen, indem man eben mit einer Sniper schießt. Wenn ihr mit der Sniper den ersten Schuss verballert, aus kurzer Entfernung, und ihr seid gegenüber von einem, der eine Spitfire und eine KN spielt und der kann ein bisschen spielen, dann seid ihr in der Regel meistens tot, außer ihr schafft es noch vielleicht so einen zweiten Schuss rauszubringen. Aber, was ihr relativ schnell seht, es gibt natürlich die Leute, die sagen, hey, Quickscoping erfordert einfach sehr viel Skill, und da bin ich vollkommen eurer Meinung. Wer wirklich gut mit Snipergewehren umgehen kann, der braucht dafür Skill. Mit einer normalen Waffe kann so ziemlich jeder spielen. Etwas besser, etwas schlechter, aber es geht für jeden Player. Egal, ob er viel spielt, wenig spielt, oft spielt, lange spielt, ist völlig egal.
Bei Snipen ist das ein bisschen was anderes. Daran muss man sich gewöhnen, das muss man lernen. Jedes COD ist anders, was das Snipen angeht. In WW2 war es zum Beispiel sehr einfach. In Black Ops 3 habe ich es als sehr schwierig empfunden. Hier in Black Ops 4 finde ich es relativ einfach. Ist ein bisschen anspruchsvoller als WW2, aber trotzdem nicht so schwierig. Dazu kommt eben das Problem, dass jetzt man auf einigen Waffen, auf einigen Sturmgewehren, einigen SMGs, nicht die Option bekommt, Vollmantel zu nutzen. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit einer Spitfire auf jemanden schießt, der 200 Leben hat und zusätzlich zu den 200 Leben vielleicht noch eine Körperrüstung hat, ohne Vollmantel dauert das auf eine gewisse Entfernung eine unglaublich lange Zeit, den zu töten. Während das mit der Paladin ein Headshot instant den Kill bedeutet, solange man sonst notfalls Großkaliber drauf hat und Vollmantel und den Oberkörper trifft. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, es gibt von der Time to Kill kein Argument dafür, dass die Sniper nicht etwas schlechter gemacht werden sollen. Auf der anderen Seite muss man immer bedenken bei dem Ganzen, dass es natürlich auch darauf hinausläuft, dass die Sniper einfach, ich sag mal, gefährlicher für den Spieler sind zu nutzen, weil Sturmgewehre, SMGs, Shotgun auf kurzer Range, im Prinzip eine andere Intention im Spiel haben. Mit einer Shotgun will man auf kurze Entfernung spielen. Mit einer Sniper möchte man eher auf lange Entfernung die Kills machen oder vielleicht gerade Line of Sights, also die geraden Orte, wo man Gegner sehen kann, irgendwie, ich sag mal, up-aim oder unter Kontrolle halten. Und wenn man das Ganze bedenkt, dann bin ich der Auffassung, es gibt im Prinzip die Möglichkeit, dass man bei Snipern das Ganze etwas runtersenkt, ohne dass man die Leute damit bestraft. Und zwar nicht, indem man zum Beispiel die Scope-Zeit verlangsamt, weil dann würde das Quickscoping keinen Sinn mehr machen, sondern einfach Flinch. Jeder von euch weiß im Prinzip, was Flinch ist. In COD Ghost oder in WW2 am Anfang, wenn ihr angeschossen werdet, während ihr zum Beispiel im Scope seid, hat euer Bildschirm geruckelt, geschüttelt. Ihr konntet nicht so genau zielen, wie es sonst war. Und wenn wir das jetzt umsetzen würden, auf die Sniper zum Beispiel, das heißt, wenn ihr Sniper spielt, im Scope seid, einen Schuss abfeuert und währenddessen angeschossen seid und euer Bildschirm sich ein bisschen mehr bewegen würde, wenn der ein bisschen wackeln würde, dann hätte man die Möglichkeit, mit dieser Addition zu dem Ganzen die Sniper genauso stark zu lassen, wie sie sind. Das heißt, wenn man Quickscoped, wenn ihr also nach wie vor Quickscopen wollt, würde das nicht verhindern, dass ihr genauso gut seid wie im Prinzip davor. Das heißt, wenn ihr davor snipen konntet, dann könnt ihr es auch nach wie vor. Ihr könnt genauso schnell ziehen, wie ihr es davor konntet. Mit dem einzigen Unterschied, wenn ihr im Scope seid und währenddessen angeschossen seid, dass es für euch schwieriger wird, den zweiten Hit zu landen. So würde man viel mehr auf das System eingehen, High Reward, High Risk. Das heißt, ihr geht volles Risiko, werdet aber auch dafür belohnt, weil die Time to Kill halt sehr schnell ist. Oder es gibt eben die andere Möglichkeit und ihr geht hohes Risiko und verliert den Gunfight, weil ihr zum Beispiel den ersten Schuss verhaut, dafür aber den zweiten Schuss meinetwegen trefft. Das ist, glaube ich, eine coole und eine gute Idee und ich weiß, es gibt einige von euch, die Quickscopen für Leben gerne und die Sniper-Quickscope-Community in COD ist größer als jemals zuvor. Ich habe das ja gesehen, die Jungs von GKS zum Beispiel, die bei Haptic auf den Sniper-Feed-Videos immer wieder neue Clips hochladen. Das ist ja eine kleine Community mittlerweile geworden und ich will überhaupt nicht die Sniper für die Leute jetzt irgendwie schlechter machen oder schlechter reden, denn ich bin der Auffassung, wenn man mit einer Sniper gut umgehen kann, dann ist es absolut verdient, wenn man damit Kills macht und wenn die Sniper auch stark sind. Und ich bin definitiv der Auffassung, auch die Paladin sollte zum Beispiel als Agentenmod die Option für ein schnelles Magazin bekommen. Das hat einen einfachen Grund. Die Paladin hat mittlerweile ja einen sechsten Schuss in ihr Magazin bekommen. Was auch vollkommen in Ordnung ist, aber ich finde immer noch, es sollte die Option geben für erweitertes oder schnelles Magazin. Und warum sagt man den Leuten dann nicht da zum Beispiel als Agentenmod, du musst zwei extra Punkte einsetzen, dafür kriegst du noch ein großes oder ein schnelles Magazin. Das gleiche kann man im Prinzip auf die Koschka anwenden, da hat man aber von Anfang an mehr Schuss, die hat auch doppelt schnell ziehen, da verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Ich bin auf jeden Fall der Auffassung, weil ich das jetzt wirklich auch in den letzten Wochen sehr oft festgestellt habe, gegen einen guten Sniper habe ich in Black Ops 4, weil die Time to Kill so hoch ist, kaum eine Chance. Egal ob auf kurze Entfernung oder lange Entfernung. Natürlich spielt immer sowas wie Movement oder Hit Detection, Connection, spielt alles eine Rolle bei dem Ganzen. Aber wenn man zusammenfasst, muss man ganz ehrlich sagen, ist es, und da hoffe ich, können mir einige von euch übereinstimmen, wäre es auf jeden Fall fair, wenn man Snipern die Möglichkeit nimmt, den zweiten oder dritten Schuss ohne Flinch rauszuhauen,
denn es sollte irgendwie ausgeglichen sein. Und die einfachste Möglichkeit, wenn ihr mich fragt, ist definitiv, wenn man den Snipern ein bisschen Flinch, also ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das im Deutschen sagen soll, ein bisschen Ruckeln auf dem Bildschirm geben soll, sobald er angeschossen wird, so würde man auch gleichzeitig verhindern, dass die Leute, die sehr lange im Hardscope drin sind, während sie angeschossen werden, vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen, vielleicht andere Möglichkeiten suchen. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Snipet ihr gerne? Würdet ihr das gut finden? Oder seid ihr eher auf der Seite, dass ihr sagt, nein, so wie es ist, ist es gut, es kann so bleiben. Wenn man gut snipen kann, sollte man dafür auch, ich sag mal, mehr belohnt werden, als wenn man mit einem Sturmgewehr oder einem SMG gut spielen kann. Schreibt das in die Kommentare, das ist ein Thema, was ich schon lange ansprechen wollte und ich dachte mir, das würde heute mal passen. Schreibt rein, ich bin gespannt. Lasst gerne noch ein Abo da, ist kostenfrei, denkt dran und ich bin raus, haut rein.